erkennst du deinen wahren Wert. Fuck. Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny. Ich hab dich. Lothrok fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. Moin zusammen, weiter geht's mit Cyberpunk 2077 und ich bin mal neugierig, was sich hier oben befindet. Auftragskiller, aber ich möchte hier unten diesen Weg irgendwie mal langfahren. Dann halten wir da vielleicht noch an und dann liegen wir da irgendwie um. Die Arasaka sind kein normaler Clan, sie sind nicht einmal Menschen. Ach hier, Misty, genau. Ich wollte gerade sagen, wo bin ich denn hier gelandet? Alles klar, okay. Los geht's und der Moped auch steht. Moped steht auch noch da. So, müssen wir mal schauen hier, ne? Genau, den Weg einfach folgen. Dann kommen wir da schon hin. Ja, Leute, ich hab grün. Ups. So, Checkpoint erreicht. Überfall im Gange, ne? Die nehmen wir mit. Okay, können wir mal einen Ping machen? Ich nehme schon so einen kleinen Überblick. 1, 2, 3, 4, 5. Handfächer. Na. Waren da auch Kameras? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe einen Müllcontainer angepinkt hier.
Immer wieder dieselbe Scheiße, leck mich doch alle. Okay. Mist, müsste eigentlich hier rüber gelenkt bekommen. Kann ich nicht auch irgendwie was schmeißen oder so? Irgendwas zum Ablenken? Ich glaube nicht, dass die sich da wegbewegt, ne? Scheiße. Wow! Scheiße. Das war schlecht. So, nochmal das Ganze. Vorsichtig auf diese kleine Kante. Und jetzt rauf auf die Rohre. Hier, was ist da los? Ah, ich glaube, das kenne ich da hinten. Okay. Ja, komm. Auf da. Komm, Meets. Lass uns spielen! Kontrollübernahme, Vollgas, Selbstzerstörung, 23, kann ich nicht. Jetzt kommt die Müllabfuhr! Okay, den haben sie trotzdem gedeletet hier, ne? Archiviert das Gespräch. Z. Yataro, okay. Hab was von den NCPD-Jungs erfahren. Wir wissen jetzt, wer gesungen hat. Even Flakes. Den kenne ich, Boss. Ist der Idiot von Strand 13. Leider ist der Mann verschwunden. Dann hätt's ihm irgendwie auf den Hals. Check seine Wohnung, Familie. Komm schon, du weißt, wie das läuft. Er hat noch dieses Lagerhaus. Dann check das auch. Zieh die richtige Show ab. Die Leute sollen davon erfahren. Okay. So, ich glaube, ich bin überladen. So, ich muss auf jeden Fall mal wieder irgendwie das Inventar aussortieren. So, rein da. Inventar. So, Maschinenpistole, The Handsman. Okay, ja, die sollte ich am besten nicht zerlegen, aber irgendwas mit
Wirklich schwer. Gewicht. So, leichtes Maschinengewehr. 11, jawohl, das kann weg. So, das reicht, glaube ich, erstmal wieder. Zigarettenschachtel. Auch weg. So, und den dritten entsorgen. Echo 9. Na Quatsch, nochmal von vorne. Oder? Nee, ist glaube ich verkackt, ne? Ja, okay, na egal. Archiviertes Gespräch, Even Flakes und Martha Flakes. Scheiße, scheiße, ich hab verkackt. Ich hab dieser Bullen vertraut. Anna Hamill hat mir Schutz versprochen, wenn ich über das Business im Kabuki-Markt auspacke. Scheiße, Even, ich hab alles gesagt. Warum? Jetzt gibt das NCPD mir doch keinen Schutz. Und die Tigers sind wegen diesem verfickten NCPD hinter mir her. Die machen mich kalt, Martha. Sie wissen Bescheid. Ich bin so gut wie tot. Du naive Bleibirner, geh zum Hafen in White Springs. Du hilfst mir? Verschwende keine Zeit, du Idiot. Geh jetzt. Ja, geh schon, jetzt. Ja, danke, 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 danke. Wenn ich auf einem Boot bin, können die in der Stadt lange nach mir suchen. Ja, da ist er, Gute. Mission abgeschlossen. So, warum kann ich den hier nicht in die Luft jagen? Gehen wir aber mal weiter mit dem Auto. Wow, wow, wow! Okay, Regina Jones. Yotaro Shobo, ein echter Psycho. Nimmt sich dabei auf, wie er Joy Toys foltert und verkauft die BDs dann an gleichgesinnte Hurensöhne. Die Mox haben ihn endlich aufgespürt. Okay. Auftragsart. Lesen, Regina Jones. Ach, warte mal. Gewalt zum Öffnen, 20. Ich glaube, ich kenne das hier. Die Mission machen wir später, wenn ich dann tatsächlich Stärke 20 habe. Gut. Schade, ich wollte eigentlich auf die Mantis klingen. We'll be right back.
Okay, und die Polizei hat sie als erstes auch Staub gemacht, ne? Kacke, wenn sich das so krass überschneidet hier mit dem Ton. Okay, warte mal, wir können eigentlich mal telefonieren, ne? River Ward, jemand vermisst dich. Was gibt's, River? Hast du gerade viel zu tun? Ich würde dich echt gerne sehen. Leider habe ich sogar ziemlich viel zu tun, aber ich melde mich bei dir, wenn sich die Lage beruhigt hat. Okay. Wakako. Hallo, wie, Wakako Koda? Denkst du nicht, dass sie uns hintergehen wird? Findest du sie etwa nicht mehr charmant? Hast du deinen Zweifel? Ach, Takemura. Man erkennt doch auf den ersten Blick, was sie ist. Eine giftige Spinne hinter der Maske einer netten alten Dame, aber ich lasse mich nicht in die Irre führen. Wenn sie Arasaka nicht so sehr hassen würde, hätte... sie uns für eine Handvoll Pushinko-Kugeln verkauft. Die Tatsache, dass sie das nicht getan hat, heißt nur, dass sie etwas viel Gefährlicheres ist, eine Opportunistin. Vielleicht möchte sie auch bloß zwei Ratten mit einem Spieß aufstechen und wartet auf eine geeignete Gelegenheit. Wie, ich bin in Kabuki, ich habe zwei Fragen. Wer ist auf die Idee gekommen, dieses widerwillige Drecksloch Kabuki zu nennen? Kabuki ist eine Kunstform. Ich melde mich dann bei dir. Danke, Goro. Sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann. Darauf komme ich vielleicht noch zurück, aber im Moment nicht. Wir müssen noch genug zu tun haben. Aha, neue Mission. I really want to stay at your house. 89.3. Radio Wechselstrom. The voice of the machine. Wir sind jetzt schon wieder das Radio angegangen hier. So, wo habe ich das Auto gelassen? Cyberpsycho-Attacke, ne? Ah, hier oben ganz. Dann müsste das Auto da irgendwo stehen. Können wir mal gucken, dass wir da noch rüberlaufen. 100 Meter nur. Ah, Mist. Bin ich da denn jetzt hoch? Geht's hier vielleicht in die Tunnel? Nee, ne? So ein Abflussrohr, ein aufgeschnittenes? Nee. Okay, dann holen wir uns das Auto wieder. Das müsste ja eigentlich hier vorne irgendwo stehen, ne? Nee, ist weg. Schade auch. Jackie's Arch. Mensch. Okay, Rest zu Fuß. Neutralisiere die Täter, sicher Beweismaterial. Was war das? Kurzschluss, Cyberwehrstörung. Ah!
Okay, das war's schon. Weg mit die Klingen. Und lose Fitz. Ah, da liegt irgendwas Level 5-mäßiges unterm Auto. Bingo. Mission abgeschlossen. Auf Lager. Nachtlicht lesen. Aktuelles Inventar. Roaring Feelings X8. Also 827 Mal. Max Store, Quarz, Aspice, Rewrite Rack, Black Race. Okay. Schön aufräumen. So. 7A 55 55 1C. Achso, ich dachte, das Ding explodiert. Ich glaube, wir sind hier erstmal fertig. Müsste eigentlich so ein Handelsslot hier oben mal. Ziel auswählen, Schnellreise. Verkaufen. Mal alles, was wir nicht brauchen. Shing, Maschinenpistole, ne? Ja, verkaufen, muss nur aufpassen, dass ich meinen guten Scheiß nicht verditsch. So, die nicht. Die nicht. So, wo ist Skippy? Jetzt Skippy mitverkauft. Ne. Wobei ich ja nicht hoffen, dass ich jetzt Skippy verkauft habe, ne? Das wär nicht so schön. Nach Typ? Ja, nach Typ ist okay. Ich glaube, Skippy kann ich gar nicht verkaufen, oder? Das sieht doch noch. Skippy haben wir noch. Alles klar, super. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis bald und ciao.